Willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Ja, in der letzten Folge haben wir ein paar von Bill seinen Fallen gelöst, indem wir da einfach was gegengeschmissen haben, gegen die Sprengfallen. Wir sind in einer Wohnung, sag ich jetzt mal, in ein Haus rein, wo unten jemand gegengeklopft hat und Ellie Todesangst hatte, sich auch ziemlich zu Tode erschreckt hat, und jetzt stehen wir vor einer nächsten Folge. Tür, die zu ist. falls sich einer fragt, was das war. Das war mein Tablet, wo Simpsons Springfield gerade mir, beziehungsweise Homer mir gerade erzählt hat, dass ein neues Gebäude gebaut wurde. Juhu, toll. Super wichtige Information jetzt am Rande. eigentlich. Oh mein gosh. Eigentlich stehen wir jetzt gerade vor einer Tür, die noch zu ist, die wir jetzt aufmachen müssen. Und da würde ich sagen, spielen wir jetzt einfach mal weiter. Ja. Open the door. Oh, damn. Ei. Ja. Ich hab dich. Verdammt, Bill. Gott Was ist verdammt, das passiert? ist gut ausgedrückt. Das ist noch eine von Bills Scheißfallen. Da. Der Kühlschrank, das ist das Gegengewicht. Okay. Schneid das Seil durch, so komme ich runter. Bin dabei. Scheiße, sie kommen. Stirb einfach, stirb! Du hörst mich zu beißen, du Ratte. Komm's. Der hat keine Kopfschmerzen mehr. Och nee. Der lebt noch. Oh Mann, ey, jetzt. Er zieht ab. Ich beiß dich auch gleich, du Fohl. Bums. Kopfschmerzen. Ja, ich bin irgendwie hier extrem langsam. Oh, hör auf. Hey, wenn ich dir den Unterkiefer rausruppe, ne, dann beißt du auch keine Sau mehr. Oh, scheiße, Klicker. Nein. Ja, gut. Da haben wir dann auch das erste Mal gefehlt, mal wieder. Rums. Bleib liegen und stirb. Oh, bleib. Oh. Lass mich in Ruhe, du blöder Runner. Ja, warum nicht wieder Runner heißt, wissen wir. Den Klicker habe ich jetzt gerade aus der Entfernung, glaube ich, hoffe ich gekillt. Bin bereit, Ellie. Autsch. Alles okay? Ja. Los, du schaffst es. Okay. Hier Munition. Sehr cool. Verdammt nochmal. Beeil dich. Ja, das ist jetzt gerade etwas komplizierter. Ja.
Mann, ich sehe kopfüber nichts, ey. Jetzt haltet doch mal. Das ist, als ob du versuchst, an der Decke irgendwas abzuschießen. Irgendwie habe ich gleich ganz böse Munition. Ich krieg die einfach nicht. Ja, Ellie, das ist mir schon klar. Einer weniger. Ja, eigentlich darfst du hier nur einfach keine Panik schieben. Ellie, ich habe einfach keine Munition. Dammit! Ach, leck mich doch. Verdammte Scheiße. Ah, ja, wenigstens liegen wir jetzt schon hier oben. Verdammt nochmal! Versuchen wir einfach mal mit ein bisschen Ruhe und Frieden und. Ja, komm. Munition ist so gut wie over. Und er bewegt den Kopf rechtzeitig weg. Ich werde hier irre. Ernsthaft, ne? Das ist furchtbar. Ja, sorry, dass ich gerade so schweigsam bin. Ich bin gerade minimal im Stress. Es gibt auch nicht die, dass er per Viereck einfach nachlädt, sondern du musst hier wirklich auch mal. Hier, kriegen wir mal die Eier weggepustet. Diese scheiß Klicker gehen mir echt auf den Sack, ne? Ich hasse diese Viecher. Hier, drauf. Aua. Ja, auf zu versuchen, nicht zu beißen. Aua. Ich glaube, der hat echt keine Kopfschmerzen mehr, Herr City. Und wie wir gerade gehört haben, sind da nämlich schon wieder Klicker unterwegs. Stimmt, wir sind da wirklich nicht sicher, aber. Er liegt zurück! Zurück! Oh, 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 Mist. Boah. Einer weniger. Noch ein paar Kopfschmerzen weniger. So. Scheiß auf die Munition jetzt da hinten, wir verziehen uns. Ab, rein hier. Verdammt, sie kommen her! Machen wir es halt so, opfern wir 3 Schuss Munition, aber wenigstens sind wir am Leben und fehlen nicht noch mehr. Nachdem wir jetzt ja schon am Anfang der Folge direkt 2-mal verendet sind, verreckt sind, gestorben sind, whatever. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Was soll denn das? Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erstmal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße. Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt nochmal. Was das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus. Löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir es kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben?
Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, Biest. Pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Also Ellie steht nicht auf hässliche Spielchen und Handschellen. Schade eigentlich. Nein. Ellie, sieh dich mal um. Vielleicht tu mir was gebrauchen. Na, klar doch. Drücke Select zum Modifizieren. Achso. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ich brauche lieber erstmal ein Messer. Das ist noch wichtiger. So, jetzt machen wir erstmal wieder ein First Aid Kit. Dann haben wir jeweils alles jeweils zweimal. Das ist ja schon mal. Das ist ja schon mal Fortschritt. Tja, Mann, ich bin ja fast zufrieden. Gehen wir da eigentlich rein. Funktion haben wir. Oh ja, stimmt, eine Karte. Ja, Bills Karte. Eine Karte von Bildstadt. Ja, toll. Und was ist jetzt? Was? Achso, da ist ein Nest. Bla, irgendwas. So, was sagt denn eigentlich unser Rohr? Was ist besser? Tauschen wir mal das Rohr. Der Bill hat uns ja erlaubt, hier uns umzugucken und zu schauen, was wir so schön finden. Also, machen wir das auch. So eine Notiz. Ich muss die Infizierten an den Zäunen wegschaffen. In diesem Monat haben sich schon dreimal, zu viele am Zaun aufgetürmt und das Ding umgeworfen. Zäune freiräumen. Mhm. Whatever. Da haben wir halt einfach nochmal drei Schuss. Wie gesagt, ich lasse lieber dann 1-2 Schuss notfalls liegen, wenn ich sonst zu viel riskieren würde. Als dass wir riskieren drauf zu gehen, ne? Oh, oh, ja. Super! Messer verbessern. Messer hält einen Treffer länger. Sehr coole Sache. Das sind übrigens ganz wichtige Bücher. Man sieht, was das für ein Wälzer ist. So, Messerhandbuch Band 1. Verbesserte Haltbarkeit von Klingen. Schärfen. Eine geschärfte Klinge reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden oder Punktieren und erhöht somit die Lebensdauer der Klinge. Wohlgemerkt als Information am Rande, das ist meines Wissens nach nicht nur bei den... nicht nur bei den Waffen so, bei den Messern so, die wir regulär verwenden, das jetzt zwei Klicker aushalten. Oder zwei sonstige Leute, Infizierte, whatever. Sondern auch. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Du hast nicht übertrieben. Ja, er ist einmalig. Sondern auch die separaten Waffen. Danke. Hunter-Notiz.
Eine Gruppe Hunter ist der Stadt gefährlich nahegekommen. Zum Glück hat ein Rudel Infizierter sie davongejagt. Erinnerung. Mehr Warnschilder auf meine Fresse. Scheiß Wortfindeschwäche. Sie sollen wissen, dass ich es ernst meine. Okay. Schilder? Was für Schilder? Ich habe nicht auf keine Schilder geachtet. Da liegt noch was, da liegt noch was. Yeah, Erfahrungsdrops. 35, nicht 36. 15 noch. Dann können wir da raus. Irgendwas, oder? Das ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein zweiter Schenk. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Was ich erstmal brauche, ist mal wieder irgendwas, um meine Waffen überhaupt zu verbessern, nicht aufzubessern. Ziemlich geräumiges Klo. Aber irgendwie ist hier nicht mal eine Badewanne oder Dusche drin. Verdammt. Ich wollte doch eine Runde duschen gehen. Natürlich auch ein schönes Spielzeug. Diese Frage, hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bei dem anderen haben wir 1, 2, 3, 4. Bedeuten mehr. Aber ich weiß gar nicht, ob wir mit dem Baseballschläger durch die Fall mehr Schaden machen. Egal, wir nehmen trotzdem das Rohr mit. Weil das Rohr mehr Treffer aushält. Weil man findet später noch ganz andere Nahkampfwaffen, die man übrigens trotzdem aufrüsten kann, aber die dann eben keinen Schaden machen. Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch, alles okay. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja klar, beschäftigt. Sie hört sich an. Als gäbe es Hölle im Paradies. Ja, sowas in der Art. Okay, dann mal los. Da will ich noch nicht. Da liegt auch sonst nichts weiter rum, ne? Furchtbar. Ja, den hat Bill in eine Falle gelockt und hat den dann ziemlich eiskalt jetzt reduziert. Schade, dass wir davon jetzt nicht die Messer klauen können, das wäre cool. Da hängen nämlich zwei Stück dran. Und eine große Glasscheibe. Wie sieht's denn bei uns jetzt aus in Sachen Ausrüstung? 2, 2 und 2. Okay. Ja. Damit würde ich sagen, machen wir dieses Mal dann einfach ein Folgenpäuschen, bevor wir rausgehen und uns draußen weiter gucken, angucken, was da so Phase ist. Ja, damit wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Tag, whatever, und ja, wir sehen uns. Ciao, euer Fo.